Okay, the lady who knows everything. Die Lady, die alles weiß. Ich lese wieder mal auf Englisch vor. Mal gucken, ob ich einigermaßen den Flow hinkriege, weil sie hier auch wieder ein bisschen mit kurzen Zeilen, langen Zeilen und die Feder hier in die Mitte versetzt und dergleichen. Mal gucken. An old tale tells of a lady who wanders earth. The lady who knows everything. A beautiful lady who has found every answer, all meaning, all purpose, and all that was ever sought. And here I am, a feather, lost adrift the sky, victim of the currents of the wind. Day after day I search with little hope, knowing legends don't exist. But when all else has failed me, when all others have turned away, the legend is all that remains, the last dim star glimmering in the... Was? Timid? In the... Was ist das? Twilight? Ich kann das nicht lesen. Twilight? Sky? Das muss ich nachher mal nachgucken, was das sein könnte. Until one day, the wind ceases to blow. Ceases. Ceases? Ceases. Ich glaube, ceases. To blow. I fall. And I fall and fall and fall even more. Gentle as a feather. I dry quill, expressionless. But a hand catches me between the thumb and forefinger. The hand of a beautiful lady. I look at her eyes and find no end to her gaze. The lady who knows everything knows what I'm thinking. Before I can speak, she responds in a hollow voice. I have found every answer, all of which amount to nothing. There is no meaning, there is no purpose, and we seek only the impossible. I am not your legend. Your legend does not exist. And with a breath, she blows me back afloat, and I pick up a gust of wind. Okay. Weiß ich noch nicht so wirklich erstmal vom Englischen lesen zu interpretieren, aber ich war jetzt auch eher nicht weniger inhaltlich, als dass ich einigermaßen schaffe, das ordentlich zu lesen, bemüht. Also, eine alte Geschichte erzählt von einer Lady, die über die Erde wandelt. Die Lady, die alles weiß. Eine wunderschöne Lady, welche die jede Antwort gefunden hat. Alle Bedeutungen, allen Sinn, alles, was jemals gesucht worden ist. Und hier bin ich. Eine Feder, welche verloren im Himmel umherweht und ein Opfer ist der verschiedenen Ströme des Windes. Tag um Tag suche ich. Ich suche mit nur wenig Hoffnung, weil ich weiß, dass Legenden nicht existieren. Aber wenn alles andere... wenn alles andere nicht geklappt hat, wenn alles sich von mir abgewandt hat, bleibt, ist alles, was zurückbleibt, die Legende. Jetzt muss ich wirklich mal nachgucken. Der letzte glimmernde Stern oder der letzte schwach glimmernde Stern in dem... Ist es irgendwie Twilight? Ich guck mal nach. Twilight? Was das als Wort überhaupt gibt? Tatsächlich, Twilight. Dämmernd, dämmerig. Im... dämmerigen Himmel, also Twilight mit ein W ist das, also ein W da nach dem T. Twilight. Dämmernd, dämmerig, halbdunkel. Huch, nein. Jetzt ist hier OBS minimiert, so, da sehe ich mich wieder. Also der letzte schwach glitzernde Stern im halbdunklen oder am dämmernden Himmel. Bis eines Tages der Wind aufhört zu blasen und ich falle. Und ich falle und falle und falle noch weiter. So sanft wie eine Feder. A dry quill. Da muss ich auch schauen, ein trockenes, was ist quill? Ist auch Feder, anderes Wort für Feder. Schreibfeder, Federkiel, Kiel, Zahnstocher kann es auch sein. Also eine trockene Feder, ausdruckslos. Aber eine Hand fängt mich zwischen dem Daumen und Zeigefinger. Die Hand einer wundervollen, einer wunderschönen Lady. Ich schaue in ihre Augen und ich finde kein Ende in ihrem Blick. Die Lady, die alles weiß, weiß, was ich denke. Bevor ich sprechen kann, antwortet sie in einer leeren Stimme. Ich habe jede Antwort gefunden und alle führen zu nichts oder alle bedeuten nichts. Es gibt keine Bedeutung, es gibt keinen Zweck und wir suchen lediglich das Unmögliche. Ich bin nicht deine Legende. Deine Legende existiert nicht. Und mit einem Atem bläht sie mich wieder in die Luft und
Da werde ich wieder von einem Stoß des Windes erfasst. Was mit Tail? Eine alte Geschichte gibt es von der Lady, die alles weiß. Und wir sind eine Feder, also getrieben durch, ohne eigene Bewegungsenergie, Kraft und dergleichen, getrieben durch die Ströme des Lebens. Wir schwimmen immer mit dem Strom und dergleichen, lassen uns mit dem Wind treiben. Und wenn der Strom einmal aufhört, dann fallen wir und fallen wir und fallen wir und halten uns nur noch an der Hoffnung fest, dass es da irgendjemanden gibt, der uns sagen kann, was wir zu tun haben, aber das gibt es nichts. Wenn wir uns Rat holen, auch die Lady, die Legende, die besagt, sie weiß alles, sagt, sie kann uns keinen Rat geben. Beziehungsweise, das ist eher so eine sehr pessimistische Beratung von mir. Alles, was du versuchst, ist sowieso sinnlos, weil hat keinen Zweck. Und ja, ich bin auch nicht deine Hilfe, nicht deine Antwort, die du suchst. Deswegen gib dich wieder dem Strome hin. Also wirklich richtig interpretieren kann ich es auch nicht. Hier bin ich mir echt nicht so sicher. Weißt du? Ich habe das Gefühl, etwas zu lernen und nach Antworten zu suchen, sind die Dinge, die dem Leben Bedeutung geben. Um jetzt nicht zu philosophisch oder irgendwas zu werden. Aber das ging mir so ein bisschen durch den Kopf, deswegen habe ich darüber geschrieben. Lernen und nach Antworten zu suchen. Ja, aber sich dabei von dem Wind treiben lassen, gegen den man ja als Feder, die durch den Wind getrieben ist, nicht ankämpfen kann. Das ist ja dann nicht wirklich aktiv nach irgendwas suchen, sondern sich dem Strom hingeben, in der Hoffnung, Antworten zu finden, oder nicht? Verstehe. Darüber habe ich nicht wirklich allzu viel nachgedacht bisher. Naja, gewissermaßen ist es fast schon paradox. Denn wenn wir all die Antworten hätten, würde dann nicht die Welt beginnen, ihre Bedeutung zu verlieren? Weißt du, es gibt da eine Sache, die mir aufgefallen ist. Mir scheint, dass alle in dem Club es bevorzugen, über Dinge zu schreiben, die eher traurig als glücklich sind. Bist du überrascht? Ich meine, wenn alles in Ordnung wäre, dann hätten wir ja nichts wirklich, worüber wir schreiben könnten, nicht wahr? Menschen sind keine zweidimensionalen Kreaturen. Ich glaube, du weißt das besser als jeder andere. Du meinst also eindimensional? Ja, genau das. Humans aren't two-dimensional creatures. Ha? Jedenfalls. Hier ist Monikas Schreibtipp des Tages. Bist du jemals so schüchtern, das, was du schreibst, zu teilen, weil du Angst hast, dass es nicht gut genug ist? Es kann wirklich sehr... sehr disheartening sein. Disheartening. Disheartening? Ja, das Disheartening suche ich. Entmutigend, danke. Es kann sehr entmutigend sein, eine lauwarme Antwort zu bekommen für etwas, in das man ganz viel Mühe reingesteckt hat. Aber wenn du andere Leute findest, die es genießen, etwas zu schreiben, dann wird es sehr viel einfacher, das mit jemandem zu teilen. Weil stattdessen, dass nur gesagt wird, dass das, was du geschrieben hast, gut ist oder okay, so lala oder schlecht, fokussieren diese Leute sich dann wesentlich mehr auf alles, was da hineingeflossen ist und die Dinge, an denen du arbeiten kannst. Das ist sehr viel auf diese Art und Weise sehr viel ermutigender. Und das wird dann dafür sorgen, dass du weiter dich verbessern willst. Das ist fast so, als würdest du ein bisschen deinen eigenen Literaturclub nicht haben. Oder denkst du nicht auch? Das ist mein Tipp für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich fühle mich immer so, als würde mich der Entwickler da ansprechen hier beim Tipp des Tages von, wenn Monika das sagt und dergleichen. Nun gut, als nächstes Natsuki. Mal sehen, ob sie überhaupt unser Gedicht annehmen möchte. Ich weiß gar nicht, ob sie ein- oder zweimal aufgesprungen war bei den Vokabeln, die wir rausgesucht hatten. Mal sehen, vielleicht findet sie ja irgendwas in unserem Gedicht. Ja, nein, danke. Du hast doch noch nicht mal... Nächster.
Okay, das ging schnell. So, und jetzt bin ich mal ein wenig gespannt, ja, auf Sayulis Gedicht. Es ist nett, schätze ich mal. Komm schon, ich kann wirklich feststellen, bei der Aussage kann ich feststellen, dass du es nicht magst. Nun ja. Du musst dir keine Gedanken darum machen, was ich denke. Schließlich ist das ja etwas, was du für jemand anderen geschrieben hast, nicht wahr? Wahrscheinlich Judy. Hä? Ich habe das nicht spezifisch für irgendjemanden geschrieben. Vielleicht. Vielleicht ist es auch gar nicht das, was ich meinte. Aber ist schon okay. Und du machst ja neue oder findest ja neue Freunde, genauso wie ich gehofft hatte. Das macht mich wirklich glücklich. Und du bist auch glücklich, nicht wahr? Hier in dem Club. Naja, natürlich bin ich das. Gut. Das ist alles, was wichtig ist für mich. Vielen Dank, Flo. Sayori, stimmt etwas nicht? Ha? Nein, nichts. Ich bin heute einfach nur ein wenig müde. Na, wenn's das ist. Sag mir einfach, wenn du irgendwas brauchst. Werde ich. Mach dir keine Gedanken um mich, okay? Du kannst dann dich mit allen anderen vergnügen. Wenn du darauf bestehst. Yay! Wir lesen nicht mal ihr Gedicht. Ich werde heute ein bisschen früher nach Hause gehen. Sayori? Sag Monika, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, okay? Ich werde dich morgen sehen. Bevor ich noch irgendetwas sagen konnte, ja, ist Sayori dann sehr fröhlich aus dem Klassenraum rausgegangen und summte sich selbst zu. Okay. Okay, ihr drei. Wir sind fertig damit, unsere Gedichte zu teilen, nicht wahr? Warum fangen wir nicht dann nicht an herauszufinden? Warte mal ganz kurz. Habe ich mich nur verhört oder hast du gerade irgendwas Seltsames gesagt? Hä? Ja, etwas klang ein wenig seltsam. Das stimmt. Du bist von deiner üblichen Catchphrase, oder hast deine übliche Catchphrase nicht gesagt, als du den Club angesprochen hast? Catchphrase? Also statt ihr alle, hat sie stattdessen ihr drei gesagt, oder wie? Hä? Catchphrase? Ich habe gar keine Catchphrase. Ach, Mann. Warum ist die Stimmung heute so seltsam? Schau mal, selbst Judy ist davon, ja, ist ein wenig, also nicht ganz immun der komischen Stimmung heute. Oh Gott. Stagnierende Luft ist ein übliches Zeichen, was vorausdeutet, dass etwas Schreckliches bald passieren wird. In deinen Büchern vielleicht. Schaut mal, die einzige Sache, die heute anders ist, ist, dass Sayuri nicht da ist. Ah, da scheinst du recht zu haben. Naja, Sayuri hilft immer, ein wenig die Stimmung zu heben, nicht wahr? Es ist fast so, als wäre die Balance von allen hier ein wenig durcheinander gebracht, wenn sie nicht da ist. Wohin ist sie überhaupt gegangen? Ich dachte, sie wäre einfach nur Pipi machen gegangen. Also Natsuki, jetzt bitte zeig doch ein wenig mehr Zurückhaltung. Ach, komm schon! Also ganz ehrlich, sie hatte sich nicht wohl gefühlt und deswegen ist sie früher nach Hause gegangen. Ist dem so? Ich hoffe, es geht ihr gut. Ernsthaft? Achso, und von all den Zeiten, wo du nicht gemeinsam mit ihr nach Hause gehst, wählst du die Zeit, wo es ihr nicht gut geht? Tja, so viel dafür, dass ihr beiden Lovey-Dovey seid. Nein! Deswegen, erstmal angefangen damit. Hör auf, meine Freundschaft mit Sayuri misszuverstehen. Und als zweites, irgendwie ist sie mir heute aus dem Weg gegangen. Deswegen wollte ich mich ihr nicht aufzwingen. Okay, die Antwort von Juli. Oh. Dieser seltsame Ausdruck jetzt von Juli, von allen Leuten, von denen er hier hätte kommen können, von Juli? Jetzt beruhigt euch doch mal, Leute. Ich habe vorher mit ihr geredet und es ist alles okay. Was hat sie denn gesagt? Jedenfalls, wir müssen rausfinden, was wir mit den restlichen Vorbereitungen fürs Festival machen. Thema gewechselt. Es ging um uns. Wir sollten uns entscheiden, was wir alle dieses Wochenende tun wollen. Tja, ich weiß schon, was ich tun werde. Ja, das stimmt. Natsuki wird Cupcakes machen.
Aber wir brauchen vielleicht eine ganze Menge von denen. Und mit verschiedenen Geschmackssorten. Kannst du das alles selbst hinbekommen, Natsuki? Tja, Challenge accepted! Was mich angeht, ich werde die Pamphlets, also die Broschüren und dergleichen, all the priority process. Ja, also ausdrucken und zusammenstellen und ausdrucken und die ganzen, Pamphlets, Broschüren für Gedichte ausdrucken und Dingsbums und bla bla bla. Und Sayuri wird mir helfen, sie zu designen. Und was Yuri angeht, Yuri, du kannst, Hä? Leute, könnt ihr mir helfen, euch auch was auszudenken oder einfallen zu lassen, was wir Yuri machen lassen können? Ich bin so nutzlos. Nein! Das ist es überhaupt nicht. Du bist ja die talentierteste Person hier, weißt du? Was? Jetzt hängt auch noch Natsuki an, hier sich rumzuschmollen? Sogar ich kann jetzt feststellen. Ich schätze mal, wie kann man das sagen? Give enough credit oder give credit. Where credit is due. Give credit, wie kann man das sagen im Deutschen? Give credit to somebody. Verdienst zuschreiben. Anerkennung zollen. Anerkennung zollen ist gut. Ich schätze mal, ich zolle Sayuri sonst nicht genug Anerkennung, aber ich schätze mal, selbst für dich sind die Dinge ein wenig schwieriger, wenn sie nicht hier ist, ja? Das kann durchaus sein. Aber wenn ich nicht selbst die Leiterin des Clubs sein kann, dann werde ich auch als Person nicht weiter, erwachsener werden können oder wachsen können. Deswegen, Yuri, du hast ja eine wundervolle Handschrift, nicht wahr? Deswegen solltest du irgendwelche Banner und Dekorationen machen, um hier die Atmosphäre ein wenig zu heben. Atmosphäre? Was das angeht, ich liebe Atmosphäre. Julis Ausdruck änderte sich plötzlich und sie starrte ihren Tisch an, fokussiert und fing dann sich selbst zuzunicken. Ich sehe, in deinem Kopf rumort es schon, ne? Das ist großartig. Du wirst eine wundervolle Hilfe sein, Yuri. Jedenfalls, dann bleibst nur noch du über Flo. Tja, derjenige, der tatsächlich nutzlos ist. Sag doch sowas nicht. Tatsächlich haben sowohl Natsuki als auch Yuri ziemlich schwere Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Go a long way to give one of them a hand. Es würde wahrscheinlich... It would probably go a long way. Ist es auch irgendwie auch so? Go a long way. Go a long way. To go a long way. Weit reichen. Viel dazu beitragen und so weiter. Es würde viel dazu beitragen, wenn du jemandem helfen könntest. Du könntest natürlich auch mir aushelfen. Das würde ich wirklich sehr, lieb und so finden. das... Will Monika damit etwa suggerieren, dass ich das Wochenende mit einem von den Clubmitgliedern verbringe? Wie zum Teufel sollen sie dann auf so einen Vorschlag antworten? Ich schätze, ich würde ein wenig Hilfe durchaus gebrauchen können. Tja, selbst wenn du nicht weißt, wie man wächst, es gibt immer ein bisschen Drecksarbeit, die ich dir überlassen kann. Ist ja nicht so, als würde Monika mir eine Wahl überlassen und... du solltest auch nicht die ganze Zeit faul auf deinem Hintern sitzen. Ja, und auf die Art und Weise versucht Natsuki ein wenig Ausreden zu finden. Wenn ich mich recht entsinne, Natsuki, dann meintest du oder hattest du mal erwähnt, dass du immer gerne das Backen selbst erledigen oder auf eigene Faust machen würdest wollen. Ja, Flo mag es vielleicht nicht, sich in deiner Anwesenheit zu befinden oder Gegenwart, wenn du nur dafür sorgst, dass er nervige Arbeit macht und dergleichen. Oder ihn behandelst, als wäre er nur ein nerviges Beiwerk. Und deswegen wäre es vielleicht besser oder würde es besser passen, wenn er mit den Dekorationen hilft. Jetzt warte mal, sowas habe ich nie gesagt! Wie schwierig soll es denn überhaupt sein, ein paar popelige Dekorationen zu machen? Das klingt ja mehr, als würdest du einfach nur versuchen, Ausreden zu finden oder Argumente um Flo. Was sagst du denn da?
Das ist ziemlich anstrengende und kleinkarierte, nicht kleinkarierte, ja, meticulous. Was ist denn meticulous eigentlich? Meticulous. So viele Worte, von denen man eine ungefähre Ahnung hat, aber nicht wüsste, wie man sie auf Deutsch sagen kann. Sorgfältig, akribisch, genau. Es ist eine sehr akribische Arbeit. Ha, und backen etwa nicht? Was glaubst du denn, was? Leute, Leute, jetzt beruhigt euch doch mal. Jetzt, letztendlich, denke ich, sollte Flo entscheiden, wo er aushelfen würde wollen. Und übrigens, er hat auch noch nicht wirklich die Chance gehabt, irgendwelche Zeit mit mir zu verbringen, nicht wahr? Deswegen bin ich mir sicher, dass er interessiert ist. Du hast doch gerade wortwörtlich gesagt. Da bin ich jetzt auch überrascht. Tut mir leid, tut mir leid. Ich hab's, wollt's nur anbringen. Oh. Können wir das endlich entscheiden? Ja. Flo, du bist doch okay, also ist doch einverstanden damit, oder? Letztendlich, es liegt an dir. Natürlich. Nun gut. In dem Fall... Alle starren mich an. Ich glaube, wir reiten uns immer weiter in die Scheiße. Also vor allem ich, wenn ich jetzt hier wieder Juli wählen würde, wenn ich hier sozusagen ein Mitglied präferiere, weil... Die Sache bei solchen Sachen ist, dass wenn man sozusagen sich auf eine Person fokussiert, weil man ganz deutlich etwas von ihr will, in dem Fall zum Beispiel unser Protagonist hier, also nicht ich hier, der Spieler, sondern der komische Flo hier, der will was von Juli, weil ist genau sein Typ, groß, lange Haare, ruhig und still und zurückhaltend und sehr hübsch und hat ordentlich Holz für den Hütten und ja, deswegen, da hat er seine Augen drauf gesetzt, also manchmal zu weit unten, aber auf jeden Fall sich drauf fokussiert und ignoriert dann sozusagen, verbringt dann nur mit Zeit mit ihr und ihr und ihr. Und wenn man so ein bisschen reale soziale Gefüge denkt in unserem normalen Umfeld dergleichen, ist so eine Person wie dann unser Protagonist hier eigentlich so das größte sozial, nicht Schmarotzer, wie kann man es sagen, Sozialkrüppel oder Sozialarschloch, weil er sozusagen, ja, weil dann sehr offensichtlich ist, dass eben die Person es auf eine bestimmte andere Person eben in dem Circle oder in dem Kreis und so weiter abgesehen hat und die anderen Mitglieder ihm eigentlich sowas von scheißegal sind, weil er nichts anderes will als, ja, sozusagen Juli auf die Bettkante zu bekommen und die anderen könnten ihn theoretisch mal kreuzweise. Deswegen, je mehr wir uns eigentlich, ich glaube, bei dem Spiel, je mehr man sich auf eine von denen stürzt und ausschließlich auf sie stürzt, desto schlimmer wird das Gesamtsozialgefüge mit den anderen, weil man dann wie ein Keil ist, der sozusagen in den Club reintreibt. Deswegen müsste man im Prinzip, ja, Zeit mit jedem gleichmäßig verbringen, um dann wirklich sowas wie einen einigermaßen akzeptablen Freundeskreis hier aufzubauen, in dem wirklich alle gut miteinander können und dergleichen. Und je mehr wir uns hier auf Juli stürzen, oder generell wahrscheinlich bei anderen Routen, bin ich mir recht sicher, je mehr man sich nur auf eine versucht zu stürzen, desto schlimmer wird es. Deswegen hier wäre jetzt zum Beispiel vielleicht so eine Möglichkeit, ich speichere auch übrigens mal, bevor ich es vergesse, wäre hier vielleicht eine Möglichkeit, noch ein bisschen was bei Sayuli zum Beispiel zu retten. Wenn wir jetzt sagen würden, wir sollten uns lieber um Sayuli an dem Wochenende kümmern. Tja, aber... Oh, es ist 17:12. Wenn ich noch die erste Folge von dieser Aufnahme hier schneiden will, sollte ich mal langsam die Aufnahme beenden. Deswegen mache ich vielleicht die nächste Aufnahme hier. Ich bin mal gespannt, was ihr machen würdet. Ich werde auf jeden Fall Juli nehmen. So viel kann ich schon mal vorweg sagen in der nächsten Aufnahme. Aber ja, bin mal gespannt, was ihr denkt. Also, wie gesagt, die das Spiel schon kennen, nicht spoilern bitte. Was passiert, auch nicht widerlegen oder widersprechen, ansonsten dann einfach nur schweigen und so oder irgendwelche vielsagenden Smileys vielleicht als Kommentare machen, weil ansonsten bin ich mal echt gespannt, wo das Ganze hier noch hinführt, weil ja, das, was mir schon gespoilert worden ist, das Einzige von dem Spiel ist noch nicht eingetreten und ja, ich habe das Gefühl, dass Dinge passieren. Es wird auch immer mehr angedeutet, das Foreshadowing wird betrieben von Monika auch, zum Beispiel, dass sie sagt, dass wir aufpassen müssen oder vorsichtig sein sollen, wenn wir mit Juli und dergleichen anbandeln, weil vielleicht nicht wir sie verletzen, aber sie sich selbst wird verletzen tun können, weil sie ja zu viel in uns sieht und reininterpretiert und dergleichen. Wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall
an der Stelle jetzt hier wirklich dann erstmal bedanke mich fürs Zuschauen und ja, sage an der Stelle wie immer, Matane, bis zum nächsten Mal. Tschüss.